Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu einem neuen Video. Mein Name ist Pyron und ich gehe mit heute. Mein Gott, bin ich aufgeregt. Ich gehe mit euch heute schön die Roadmap Teil 2 für 2023 durch. Wie ihr sehen könnt, super viel Stuff. Wir haben super viel zu klären. Ich habe übelst Bock. Oh, holy shit. Alter, es ist so viel, ne? Ich bin so krass hyped, ja. Im Groben und Ganzen, hier stehen nur so ein paar Einzelheiten, ja, dass die sich beschlossen haben, Klassen anstatt in der normalen Reihenfolge, wie sie in Korea rausgekommen sind, in einer anderen Reihenfolge rauszubringen und so weiter und so fort. Nur das Content, der in Korea rausgekommen ist, so wie Legion Raids und so weiter und so fort, die müssen nach der Reihe nach aktualisiert werden, ja, im Groben und Ganzen. So, und dann wird erklärt, dass in der Roadmap natürlich nicht alles gezeigt wird für den jeweiligen Monat, sondern nur die Highlights, so die Dinge, die Spieler am meisten interessiert, ja, im Grunde. Wir gehen mal ganz grob durch, dann sage ich euch meine Meinung zu den einzelnen Sachen und dann, ja. Im Mai bekommen wir schon die Schlechterin, was sehr, sehr cool ist, ja. Fortgeschrittene Klasse Schlechterin, das ist die erste weibliche Kriegerklasse. Sehr, sehr cool. Ganz, ganz wichtig, und das ist das Wichtigste für alle, ja. Die Schlechterin wird mit einem Powerpass und einem Fortschrittsevent kommen. Das heißt, wir werden zusätzlich zu dem aktuellen Powerpass, den wir sowieso schon bekommen haben für die Künstlerin, werden wir jetzt noch einen zusätzlichen Powerpass für die Schlechterin bekommen. Wie das Ganze aussieht, kann euch keiner sagen. Freuen wir uns drauf im Mai. Ich bin übelst hyped. Ich werde sie nicht spielen. Ich spiele den Berserker in Man. Ich brauche die weibliche Variante nicht. Persönlich, ja, ist nicht mein Style. Ich finde die vom Style her sehr, sehr cool. Aber wie gesagt, ich habe den männlichen Berserker. Ich brauche die weibliche nicht spielen. Ich freue mich für alle, die sich auf die Schlechterin gefreut haben. Ganz, ganz viele meckern, dass jetzt gerade die Lufttänzerin, heißt die, glaube ich, im Deutschen, die Aeromancerin, nicht kommt. Also nicht so früh kommt, sondern etwas später erst. Ich finde es gar nicht so schlimm. Ich werde die auf jeden Fall durch meine Magierin wird ersetzt durch die Lufttänzerin. Und je länger ich warten muss, desto mehr kann ich für die Farm und umso besser kann die meine Magierin ersetzen. Die Magierin ist 1540. Es ist halt ein bisschen schwierig, so Materialien für die neue Klasse ranzuschaffen. Ich freue mich drauf. Ich habe richtig Bock. Ja. Wir bekommen die Schlechterin, danach bekommen wir den Ebenholzwürfel, ja, was sehr, sehr cool ist, da freuen sich auch sehr, sehr viele drauf. Tut euch selber einen Gefallen, lauft alle Boss-Rausch-Tickets bis zum 10.05., ja, und behaltet alle Cube-Tickets bis zum 10.05., um den maximalen Gewinn rauszuschlagen, was Gems angeht, ja. Ihr werdet aus dem Ebenholzwürfel, werdet ihr sowohl Silber als auch Juwelen bekommen. Ganz, ganz wichtig. Deswegen behaltet die Tickets. Die Tickets werden umgewandelt, die aktuellen, die ihr jetzt habt. Aber dazu gibt es später nochmal Infos, ja. Hier steht, der besiegt Wellen von Gegnern in einer neuen Aktivität, die Bossrausch und Dimensionswürfe zusammenfasst und ersetzt. Wir veröffentlichen im Laufe der Woche einen Hinweis mit Informationen, was mit den verbleibenden Tickets für die bestehenden Bossrausch und Würfelaktivitäten geschieht. Wir wissen schon, dass sie eingetauscht werden, aber ja, die werden uns noch eine Info geben, ja. Dann gibt es Fortschrittsverbesserungen. Der Wissenstransfer wird abgeändert. Ich weiß nicht, ob wir die genaue Variante bekommen. Das heißt, Wissenstransfer war ja sonst immer so, ihr habt bestimmte Gebiete geskippt und dafür 8 Stunden warten müssen und Gold zahlen müssen. Das wird geändert. Diese 8 Stunden werden verkürzt auf 30 Sekunden, soweit ich weiß. Aber genaueres sehen wir dann noch, ja. Sehr, sehr cool. Und die Zugangsvoraussetzungen sollen wohl auch andere sein. Aber es steht nichts genaueres, ja. Außerdem wird es eine Änderung für neue Spieler geben, beziehungsweise erstmal fortgeschrittene Spieler, außerdem wird eine weitere Änderung eingeführt, um den Fortschritt neuer Spieler zu unterstützen. In einigen Wächter-Raids, die bekommen Kampfgegenstände gestellt. Das heißt, wenn die in Wächter-Raids gehen und du brauchst dann eine Destruction-Bombe, dann bekommst du die gestellt und musst die nicht extra kaufen oder aus irgendeiner Kiste holen. Das ist aber nur für neue Spieler, ja, in einem Low-Level-Bereich, damit die Materialien sparen können für das Endgame, ja. Was sehr, sehr cool ist, ja. Wenn der Spieler den Raid verlässt, werden natürlich die Kampfgegenstände entfernt, ganz normal. Ebenholzwürfel und Spezialverbesserung, also Spielerlebnisverbesserung für neue Spieler und sind nicht die einzigen Komfortanpassungen im Mai. Mit Überarbeitung der Zugangslimits und Belohnungen für Endgame-Raids. Und das ist sehr, sehr wichtig, gerade für Leute, die im hohen Bereich spielen. Sorgfältiger ausgearbeiteten Haltungen und Waffenglanzeffekten für Kunstschützen und Todesschützen.
ist vielleicht auch cool für manche, gibt es rechtlich Verbesserungen für das Spielerlebnis eines jeden Abenteurers in Arcesia. Was das hier bedeutet, ja, Überarbeitung der Zugangslimits, das wird folgendes wahrscheinlich sein, wenn die das genauso machen. Wir können aktuell nur mit jedem Charakter 3 Legion Raids machen. Danach ist der 4. Legion Raid, den wir aktuell haben, geblockt. Also ich laufe zum Beispiel Valtan, ich laufe Kakus Seiden, also den Clown, und ich laufe Brelchasa, also kann ich Vikas nicht laufen, die ist geblockt. Ja, was die jetzt machen werden, ist, dass du für die 3 Raids, die du ausgesucht hast, weiterhin alle Materialien und Gold bekommen wirst, ja, aber diesen 4. Raid und den 5. Raid, wenn Arkan rauskommt, den kannst du trotzdem machen, bekommst Materialien aus diesen beiden Raids, aber kein Gold. Wenn die das genauso übernehmen, wäre das insane gut, gerade für Learning Runs und so weiter und so fort, ja. Weil wir werden, also ich werde später Arkan, Brelchasa und Kakut Seiden laufen, ich werde Valtan und Vikas dann nur noch zum Aushelfen laufen können. Ja, was sehr, sehr nice ist. Wäre ganz cool. So muss ich mich nicht entscheiden, auf Progress oder um Progress zu machen oder Dinge zuerst, dass die Leute zu unterstützen, die gerade Hilfe brauchen. Was sehr, sehr cool ist. Ja, Waffenglanzeffekte für Kunstschützen, Todesschützen betrifft mich nicht, freut mich aber für die Leute, ja. Dann Prüfungsarena Season 3. Ich bin kein PvP-Spieler, GZ an alle. Die neue Season startet. Aber, ganz wichtig, es gibt kein Ende. Also es steht noch kein Ende fest, ja. Für Season 3. Deswegen könnt ihr euch nur sagen, die startet, aber wann das Ende ist, wissen die selber noch nicht. Das ist im Mai. Also wir bekommen im Mai neue Klasse, wir bekommen den Würfel, wir bekommen die Fortschrittsverbesserungen und Komfortanpassungen, was Wissenstransfer angeht, was die Kampfgegenstände der einzelnen Spieler in Wächter-Raids angeht, was die Effekte für Kunstschütze und Todesschütze angeht und was die Raids angeht. Für die Spieler im Endgame, also Legion Raids. Zudem natürlich noch die Prüfungsarena. Sehr, sehr geil. Juni. Juni bekommen wir Kontinent Elgassia. Elgassia wird nach Südvern die Geschichte weiterführen. Ja, die Gegenstandsstufe für das Gebiet Elgassia ist 1460, damit ihr dort questen könnt. Ja. Wir haben ja mit 1430 aufgehört in 1340 aufgehört in Südvern. Jetzt 1460 als nächstes. Sehr, sehr geil. Ihr müsst nicht Rufen gemacht haben, ja, ihr müsst nicht Rufen gemacht haben, um Elgassia machen zu können. Ganz, ganz wichtig, das ist nicht die Voraussetzung, ihr solltet aber Südvern gemacht haben. Ganz wichtig, ja. Wir bekommen den neuen Abgrund-Dungeon. Der Abgrund-Dungeon hat verschiedene Stufen. Startet, glaube ich, bei einer relativ niedrigen Stufe und geht dann immer höher bis 1580, glaube ich, maximal. Die höchste Stufe müsste auf 1580 oder 1600 sein. Erfahren wir aber noch, ja, wie das... Es ist ein 4-Mann-Abgrund-Dungeon. Man bekommt da die 3. Stufe der Ausrüstung. Also aktuell ist es ja so, dass die Relikt-Ausrüstung oder die Brechase-Ausrüstung, was auch immer, 2 Stufen hat. Einmal die Grundstufe, Stufe 1. Der Effekt ist zum Beispiel bei, sagen wir, Entropie der Erde, dass ihr 17% Crit-Rate bekommt. Wenn die auf Stufe 2 ist, nachdem ihr Kakul Seiden gemacht habt, also den Clown-Raid, dann bekommt ihr 20% Crit-Rate anstatt nur 17%. Ja, wenn ihr das erweitert habt. Und auf der 3. Stufe wird das dann nochmal erhöht. Dafür macht man normalerweise Kaiangel. Kaiangel. Okay. Kai Angel, sagen wir einfach. zusätzlich bekommen wir für den T3-Turm die letzten 25 Stufen. Mit deren Belohnungen und so weiter und so fort. Was sehr, sehr cool ist. Das wird Juni sein. Also wir bekommen Elgassia, wir bekommen den Raid, also den Dungeon. Und wir bekommen die Turmbelohnung. Das ist ganz okay. Im Juli bekommen wir dann Kakut Seiden in Höllisch, was sehr, sehr nice ist. Zugangsvoraussetzung ist 1475. Höllisch bedeutet Inferno. Ihr müsst wieder über das Buch der Koordination eine Skillung auswählen, dann geht ihr dort rein. Die Mechaniken sind deutlich knackiger und am Ende bekommt ihr einen Titel und irgendwas für eure Festung und so weiter und so fort, aber keine Ausrüstung, keine Materialien. Für mich aktuell irrelevant, weil wir viel zu viel Content haben, aktuell. Ich kann mich darauf auf sowas aktuell gar nicht konzentrieren. Dann gibt es den Epilog für Elgassia, da kann man auch so Sidequests machen und Schlüsselfiguren kennenlernen und so weiter und so fort, ja. Verschiedene Events, beziehungsweise mit den Schlüsselfiguren in Arcesia, die könnt ihr wiedersehen, die werden dann irgendwo aufgestellt, bla bla bla. Ja, dann gibt es die Spieldose der Erinnerung und Komfortanpassung. Spieldose der Erinnerung ist ein Relikt der... einer längst vergangenen uralten Zivilisation. Sie manifestiert sich als Gadget,
das mit dem neuen Sammlerstück Kugel der Erinnerung gespielt werden kann. Erlebt mit der Spieldose der Erinnerung neue Geschichten der Bewohner von Arcesia, die bislang noch nicht im Mittelpunkt standen. Erhaltet Hinweise von verschiedenen Kontinenten und macht Fortschritte in den Quests, um Kugeln der Erinnerung zu sammeln und Belohnungen zu erhalten. Neben der Spieldose der Erinnerung werden im Juli weitere Komfortanpassungen veröffentlicht. Keine Ahnung, irgendwelche Sidequests, wahrscheinlich wie euer Abenteuer folieren, könnt ihr euch das vorstellen. Ich habe dazu noch keine Infos, keine Ahnung, noch nie gesehen. Ja, also Juli ist relativ klein gehalten, aber ist okay. Höllischer Legion Raid, okay, muss ich mich nicht drum kümmern. Epilog, okay. Und Spieldose ist auch okay. Je nachdem, wie die Belohnungen sind, mal schauen. Ja, das heißt, ich kann die nächsten 2 Monate fahren, was sehr, sehr geil ist. Ohne Probleme. Und im August wird es richtig knackig. Da scheppert es richtig rein. Und da gibt es ganz, ganz viele kontroverse Meinungen. Ich sag euch gleich, was ich dazu halte. Oder davon halte. Arcane Legion Raid kommt raus. Der Arcane Legion Raid wird mit einer Gegenstandsstufe 1580 im normalen Bereich alle 3 Portale starten und im Hard-Bereich bei 1600. Ja? Ist wieder ein Legion Raid für 8 Leute und so weiter. Es gibt die nächsthöhere Stufe der Uralt-Ausrüstung. Wir haben ja jetzt gerade im Hard-Modus die Uralt-Ausrüstung von Bretschaza bekommen. Unsere Relikt-Ausrüstung wird 1:1 übertragen. Die hat die gleichen Stats, nur so ein bisschen höhere Main-Werte. Ja, das heißt, Stärke ist ein bisschen erhöht, Dexterity, Intelligence und so weiter und so fort. Und wir können die Sachen auf 25 hauen. Jetzt bekommen wir neue Ausrüstung, wieder uralt. Und wir kriegen einen Soft Cap Reset. Das heißt, Sachen, die dann 1580 waren zu Beginn, werden dann ein höheres Item Level haben, aber ein niedrigeres Plus Level haben. Das heißt folgendes. Ihr werdet eure uralt Sachen auf plus 19 bringen. Ich glaube, alles plus 19 ist... müsste Stufe 1580 sein, ja. Wenn ihr dann die Sachen übertragt, werden die wahrscheinlich plus 16 sein oder so, irgendwie sowas. Und die werden euch trotzdem ein höheres Item-Level geben, was sehr, sehr cool ist. Ich mag diese Soft-Cap-Resets, ja. Dieses Übertragen des Gears. Ja, ihr müsst 1580 sein, damit ihr normal laufen könnt, 1600, damit ihr hart laufen könnt. Zudem kommt die Lufttänzerin raus, das ist die nächste Stufe, das Aeromancer, da freue ich mich am meisten drauf, da habe ich richtig Bock drauf. Und ganz, ganz wichtig, die Lufttänzerin wird im August mit einem Powerpass und einem Fortschrittsevent veröffentlicht. Sehr, sehr wichtig. Das heißt, Slayer bekommt einen Powerpass und Fortschrittsevent und die Lufttänzerin bekommt auch noch ein zusätzliches, was sehr, sehr geil ist. Und dann gibt es wieder Skins und so weiter und so fort, das wissen wir, ja. Danach kriegen wir Sonavel, das ist Levanos, was auch geil, das ist Levanos einfach rückwärts, ja, so nah, weil, das ist Levanos in Böse, ja, Levanos ist dieser Baum, der super nervig war, wo man die Destruction drauf machen musste, ich glaube 920 war das Item-Level, was man für den brauchte, oder irgendwas für 1100 oder so, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall super nervig, und den gibt es dann in Böse für das Item-Level 1580. Sehr, sehr cool, freue ich mich drauf. Neue Wächter-Raid im August. Zusätzlich gibt es nochmal einen Ausblick. Ja, wir freuen uns darauf, dass die Spieler in den kommenden Monaten die einzigartigen Events erleben, neue Teile von Arcesia erkunden, an neuen PvP-Kämpfen teilnehmen und sich auf die Herausforderungen vorbereiten können, die in den neuen Dungeons und Raids auf sie warten. Verfolgt bis dahin in den nächsten Monaten weiterhin unsere Website, unsere Kanäle in den sozialen Medien und die Versionshinweise für eine vollständige Liste der neuen Inhalte, Neuigkeiten im Shop, Events, Fehlerbehebungen und so weiter und so fort. Ja. Overall, also jetzt mal zu August. Meiner Meinung nach, für mich persönlich, kommt Arcane zu früh. 4 Monate ist zu früh. Vor allem, wenn wir Elgassia dazwischen haben und so. Ich komme nicht hinterher, meine Twinks zu leveln. Ich werde meinen Main auf jeden Fall auf das Level bringen, damit ich Arcane laufen kann, weil das 1566 aber und 1580 wird easy erreichbar sein. Ich weiß nicht, wie das mit 1600 sein wird. Ich bin nicht sicher. Ob ich meine Twinks auf das Level für Elgassia oder so bringen kann, bezweifle ich in 4 Monaten, aber wir werden sehen. Meiner Meinung nach zu früh. Ich hätte es nochmal 1 oder 2 Monate zurückgesetzt, aber ich bin Fan davon, dass Content rauskommt. Das heißt, ihr müsst diesen Content nicht laufen, wenn er rauskommt. Ihr werdet nicht einen absolut immensen Vorteil haben, ja. Je höher ihr seid, desto besser kommt ihr durch Raids durch und umso schneller könnt ihr boosten oder was auch immer, Dinge farmen etc. Das verstehe ich natürlich. Das sehe ich auch so. Ich bin auch jemand, der andauernd Chaos Dungeon und so weiter läuft und jeden Raid mitmachen möchte und so weiter und so fort. Aber ich würde mir deswegen keine Sorgen machen. Wenn ihr jetzt unter 1500 seid, interessiert euch dieser Raid hier sowieso noch nicht.
Ja, macht euch da keinen Stress. Ihr müsst jetzt nicht bis 1580 pushen und irgendwie FOMO haben, Angst haben, dass ihr irgendwie irgendwas verpasst oder so. Werdet ihr nicht. Ihr werdet diesen Raid wahrscheinlich bis mehrere Jahre laufen, weil das einer der letzten Raids ist, aktuell. Ja. Ich freue mich auf die neue Klasse. Ich freue mich, dass ich 4 Monate. Also, ich hätte sie gerne schon im Mai gehabt. Ja, sehr, sehr gerne schon im Mai gehabt. Ich freue mich für alle, die Slayer bekommen. Freue mich für jeden, der auf Slayer gewartet hat und so weiter und so fort. GZ. Ich freue mich auf die Lufttänzerin, die dann im August kommt, wenn ich genug Mats gefarmt habe, mein Roster gefestigt habe und so weiter und so fort, weil die wird meine Magierin ersetzen. Overall würde ich sagen, die Roadmap ist ein voller Erfolg. Ich freue mich auf alles, was kommt. Ich hoffe, die bringen so ein paar Komfortanpassungen, die uns noch fehlen, zum Beispiel Chaos Dungeon etc. Lasst mich in den Kommentaren wissen, wie ihr das Ganze findet. Seid ihr eher jetzt negativ gestimmt oder eher positiv, so optimistisch wie ich? Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, ich konnte euch das Ganze ein bisschen näher bringen. Ich werde euch natürlich in der Videobeschreibung den Link hier reinpacken. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns in dem nächsten Video oder im Stream, wenn ihr möchtet. Ich bin jeden Tag online. Ich bin jetzt gleich auch schon online, wenn das Video online geht. Danke, dass ihr zugesehen habt. Euch einen absolut fantastischen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.